Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Heute machen wir Kaiserschmarrn, aber natürlich nach dem Intro. So meine Freunde, jetzt machen wir also den Kaiserschmarrn. Seid gespannt, meine Bewertung kommt später. Bevor wir anfangen, sage ich natürlich immer noch mal den Hinweis, abonniert auf jeden Fall den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn neue Videos kommen, weil gerade so die Playlist vorhin angeguckt, Playlist mal Rezepte, ich habe schon so viele geile Rezepte, es wäre auf jeden Fall ein Verlust, wenn ihr nicht abonniert, nicht die Glocke drückt, dann verpasst ihr richtig, richtig viel. Okay, also lass uns mal gleich starten. Was brauchen wir für den Kaiserschmarrn? Und zwar brauchen wir 3 Eier, 20 Gramm Kokosmehl, 25 Gramm Whey Protein mit Vanillegeschmack, 15 Gramm Xylit, 1 Esslöffel Flohsamenschalen, am besten richtig, also ich habe Flohsamenschalen hier in Dubai, die sind nicht so fein gemahlen und es wäre natürlich gut, wenn ihr wirklich fein gemahlene bekommt. Dann brauchen wir 100 Milliliter Milch, etwas Kokosöl, eine Prise Himalaya-Salz. Wie machen wir das Ganze? 2 von den 3 Eiern trennen und das dritte Ei zu den Eigelben dazugeben. Zu den Eiern das Kokosmehl, das Whey-Protein, den Xylit und die Flohsamenschalen dazugeben und gut miteinander verrühren. 100 Milliliter Milch in die Masse rühren, bis sie schön cremig wird. Nun das Eiweiß steif schlagen und vorsichtig unterheben, damit es schön fluffig bleibt. Und ihr wisst ja, ich bin nicht so der Mega-Koch und am Anfang habe ich mit diesem Unterheben gar nichts anfangen können. Jetzt verstehe ich aber so langsam, was das mit dem Unterheben auf sich hat. Also wirklich nur so ganz leicht, damit es sich vermischt, aber damit es keine Matsche wird. Also es muss wirklich noch fluffig bleiben. Das hat auf jeden Fall mega gut geklappt und ich hatte da eine richtige Erleuchtung. Ihr seht, ich werde so langsam auch besser mit dem Kochen. Also wirklich. Okay, also dann in einer beschichteten Pfanne Kokosöl erwärmen und ein bisschen Xylit dazu streuen. Ihr wisst ja, Süßstoff, ich habe ein Video über Süßstoff gemacht. Ich bin kein Fan von Süßstoff, aber als Ersatz jetzt praktisch von ich esse nur Zucker mit Gluten und mit sonst was zu ich esse gesunde Nahrungsmittel, ich brauche aber noch ein bisschen Süß und deswegen mache ich ein bisschen Xylit dazu. Das ist halt der Übergang. Aber natürlich finde ich es eigentlich besser, Süßstoff wegzulassen. Das seht ihr auch im Video. Aber jetzt für diesen Übergang ist es ganz gut, bis ihr später gar nicht mehr dieses Süß-Süß-Süß braucht. Die Teigmasse dann in der Pfanne bei mittlerer Hitze stocken lassen. Den Teig vierteln, wenn er fest geworden ist. So lässt er sich leichter wenden. Die Stücke nochmal halbieren und schön goldbraun braten. Xylit zu Puder mahlen, also ihr könnt wirklich im Mixer oder so das nochmal so ein richtig puderig klein bekommen. Den Kaiserschmarrn auf einen Teller geben und mit einem Sieb mit Xylitpuder dann bestreuen. Und das war's. Also relativ easy eigentlich auch gemacht. Und tja, was würde ich so diesem Gericht geben? Also auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich diesem Gericht 9 Punkte. Also wirklich 9 Punkte. Hat richtig geil geschmeckt. Also wirklich hat richtig gut geschmeckt. Müsst ihr unbedingt machen. Ihr wisst ja, ich sag's immer ehrlich, oh, mal 7 Punkte, mal 8 Punkte. Wenn ich 9 gebe, dann müsst ihr es definitiv nachmachen und bei 10 ist Feierabend. Dann müsst ihr. Wenn ich eine 10 gebe, dann weiß ich nicht, wie irgendein Mensch auf der Welt es anders bewerten kann. Also als gut. So, und bei diesem Kaiserschmarrn hat richtig, richtig gut geschmeckt. Also definitiv eine 9. Zu einer 10 ist diese letzte Stückchen, wo ich sage, nein, Feierabend, wie die Pizzarolle zum Beispiel oder wie die Low Carb Tacos oder so. Das sind so Sachen, boah, das ist so geil. Und dieser Kaiserschmarrn war auch mega geil, aber halt hat ein bisschen zur 10 gefehlt. Aber macht es auf jeden Fall, schreibt auf jeden Fall unten rein, wie ihr das fandet. Und wenn ihr das Geheimnis wissen wollt, wie tausende meiner Kunden einen Traumkörper erreicht haben, ohne jemals auf was zu verzichten, das hat nämlich mit diesem ganzen Thema und mit Verlinkungen im Kopf zu tun, dann guckt ihr die 5 kostenlosen Videos im Maximumprinzip. Kein Abo, keine Kosten, kein gar nichts. Guckt einfach mal rein. Danach werdet ihr 100% verstehen, wie es funktioniert. 100%.
Also ihr werdet dann genau wissen, wie man den Traumkörper erreicht, ohne jemals auf was zu verzichten. Wisst ihr dann hundertprozentig. Okay, das geht nochmal über das hinaus. Aber guck auf jeden Fall die Playlist Rezepte. Da sind schon so viele Sachen drin, wo ihr sagt, boah, ist das echt mega geil. Richtig geil. Und genau, ich freue mich über Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr mir auf Instagram auf jeden Fall folgt, weil da ist der Kontakt zu euch noch direkter als bei YouTube, weil die YouTube plane ich ein Video, drehe ich ein Video, schneide es und es kommt dann irgendwann 2 Wochen später online. So, bei Instagram mache ich eine schnelle Story. Wollt ihr lieber Kaiserschmarrn sehen oder lieber das und das Gericht und ihr wählt aus lieber Kaiserschmarrn, dann mache ich das direkt. Das heißt, Instagram ist direkt, also da bin ich direkt, okay, nicht zeitverzögert. Deswegen folgt mir unbedingt auf Instagram und liked natürlich das Video. Und das war's für heute. Bis der neue Coach, Cecil. Are you listening? Damn.